Also, es geht heute um die heilige Kümmernis. Ich möchte mit zwei Zitaten beginnen. Das erste aus dem Jahr 2019 aus dem Online-Portal katholisch.de. Dort heißt es: Eine junge Frau im Gewand Christi, vollbärtig und ans Kreuz geschlagen. Zu ihren Füßen ein Geiger. Was ist das? Eine Art Conchita-Wurst des Mittelalters? Im gleichen Artikel heißt die heilige Kümmernis dann auch skurrile Heiligenlegende oder seltsame Sage. Ob es das wirklich ist, das wollen wir heute erforschen. Blickt man nämlich in die Tradition der gelebten Religion, das, was man früher Volksfrömmigkeit genannt hat, sehen wir zahlreiche Bilder von Frauen, die ihr Geschlecht insofern verändern, als sie nämlich männliche Attribute annehmen. Und wir sehen Männer, die durchaus weibliche Formen haben. Jetzt ist ja die katholische Kirche nicht unbedingt als Hort von Gender-Sensibilität und Gender-Fluidität bekannt. Erst jüngst hat nämlich ein US-amerikanischer Erzbischof beklagt, dass, ich zitiere, Transgenderismus die letzte Rebellion gegen Gott sei. Zitat Ende. Der Versuch, das Geschlecht zu verändern, sei Götzendienst und damit strikt abzulehnen. Dass die deutsche katholische Kirche hier eine andere Position hat, freut mich sehr, können Sie bei den Texten des Synodalen Wegs nachlesen, die vor 2 Wochen verabschiedet worden sind. Aber das wäre ein anderes Thema, da ladet ihr mich dann mal wieder nach Wien ein, dann können wir über den Synodalen Weg sprechen. Das ist aber der Horizont, über den ich heute sprechen möchte. Wir haben es hier mit einer Frauenfigur, eine mittelalterliche Frauenfigur zu tun, die als Frau mit Bart bekannt ist. Wer ist sie und woher kommt sie? Ist sie wirklich nur eine Skurrilität? Welche Erkenntnisse bezüglich der Frage nach dem Geschlecht und Geschlechtsidentitäten bietet sie? Ich würde mal behaupten, und gut, ich weiß jetzt, was nachher rauskommt, aber die Frau Fischer hat es ja auch schon gesagt, dass Gender- oder Geschlechtsidentitäten möglicherweise gar nie so eindeutig waren, wie es dieser besagte Erzbischof heute gerne hätte. Zunächst aber. Bestimmt kennen Sie Conchita Wurst. Conchita Wurst ist eine Kunstfigur und hinter ihr steckt Thomas Neuwirth, ein österreichischer Sänger und Travestiekünstler. 2014 wurde Neuwirth eben als Conchita Wurst mit dem Song Rise Like a Phoenix, Siegerin des 59. Eurovision Song Contests in Kopenhagen. By the way, Fun Fact, wie man heute sagen würde, das zweite Mal für Österreich seit 1966, als Udo Jürgens mit Merci Cherie gewonnen hat. Aber das jetzt wirklich nur als kleine Fußnote. Auf der Homepage des Eurovision Song Contests wird bis heute auf Conchita Wurst und ihren, wie es dort heißt, pikanten Geschlechtermix verwiesen. Was hat jetzt Conchita Wurst mit dem Mittelalter und einer mittelalterlichen Kultfigur zu tun? Die Auflösung findet man zumindest als ersten Schritt bei der Kleinen Zeitung, Ihnen ja auch als Österreicherinnen wohl bekannt. Die Kleine Zeitung titelte nämlich im Jahr 2015 die heilige Kümmernis als Briefmarke zum Song Contest. Ich zitiere: Rechtzeitig zum Song Contest bringt das Diözesanmuseum Graz auf vielfachen Wunsch seiner Besucher die Darstellung der heiligen Kümmernis auch als Briefmarke heraus. Sie erinnert frappant an Conchita Wurst. Sie sehen hier beide Bilder nebeneinander. Die Ähnlichkeiten sind frappierend. Beide Male ist es eine Person, deren äußere Geschlechtsmerkmale männlich und weiblich zugleich sind. Und sonst gibt es über diese rein äußerliche Vergleichbarkeit weitere Gemeinsamkeiten zwischen Conchita Wurst und der heiligen Kümmernis? Auch darauf werden wir zu sprechen kommen. Zunächst einmal, was erwartet Sie heute? Genau, hier nochmal ein Bild mit diesen beiden Figuren, die sich sehr ähnlich sind. Was erwartet Sie heute? Ich habe den heutigen Nachmittag oder heutigen Vortrag in 4 Abschnitte eingeteilt, wobei die ersten beiden die längsten sind. Also werden Sie nicht nervös, wenn ich immer noch bei Teil 2 bin und wir nur noch eine Viertelstunde haben. Teil 3 und Teil 4 sind tatsächlich die kürzeren.
Aber ich will Ihnen dann eben im ersten Teil diese Figur der heiligen Kümmernis nahebringen. Dann schauen wir auf eine andere Tradition, nämlich den Volto Santo. Und schauen uns dann eben die Fragen, die ich schon gestellt habe. Erstmal, was hat jetzt die Frau am Kreuz heute für uns zu sagen und was hat es mit Conchita Wurst zu tun? Zum Ersten. Um es vorwegzunehmen, der Kult um die Wilge Fortis oder die Kümmernis ist eben nicht irgendeine skurrile Tradition katholischer Sonderlinge, wie man es eben, wie ich es ja vorhin zitiert hatte, so auf manchen Websites lesen kann. Wir haben es mit einer sehr breit rezipierten, beliebten und überhaupt nicht so eindeutigen und schon gar nicht in einer Nische entsorgbaren Tradition zu tun. Volksfrömmigkeit war schon immer einfallsreich. Wenn ich Volksfrömmigkeit sage, dürfen Sie das bitte schön in Anführungszeichen denken. Also es ist gelebte Religion, nur in der Regel weiß man, wissen Sie eher, was gemeint ist, wenn ich Volksfrömmigkeit sage, als wenn ich gelebte Religion sage. Also Volksfrömmigkeit in Anführungszeichen war schon immer einfallsreich. Und sie war auch schon immer subversiv, hat Möglichkeiten jenseits des Mainstreams geschaffen und Ambiguitäten, Spannungen ganz wunderbar ausgehalten, auch und gerade im Blick auf Geschlechtsidentitäten. Am Anfang dieser Tradition war eine Frau am Kreuz. Die Ikone der sogenannten Crucifixa zeigt eine Frau, die ans Kreuz gebunden oder genagelt ist, in der Regel voll bekleidet mit Krone oder Nimbus, also dem Heiligenschein. Ihr Haar ist lang, das Kleid ist lang, sie ist in der Taille gegürtet und an den Füßen zusammengebunden. Auch dieses an den Füßen zusammengebunden, das sehen Sie öfter mal, das ist das Zeichen für die Jungfräulichkeit bzw. für die Tugend der Keuschheit. Oft sind die Arme V-förmig nach oben gestreckt. Es gehört zu den Besonderheiten dieser Frau am Kreuz, dass sie oft auch als Frau mit Bart dargestellt wird. Vorsicht, wenn Sie hier sehen, ist hier schon eine Abbildung der heiligen Kümmernis oder Wilge Fortis. Achten Sie darauf, auf die Sache mit dem Schuh. Sie sehen, sie hat nur einen Schuh an. Was es damit auf sich hat, das erklären wir später. Also, Frau, jetzt gucken wir aber erstmal auf den Bart. Frau mit Bart und nur einem Schuh. Dieses Bartwunder erklärt die Legende dadurch, dass eine Jungfrau, hübsch und christlich gläubig, die Zwangsheirat abwenden kann, indem sie Gott darum bittet, er möge sie so verunstalten, dass kein Mann sie mehr begehre. Gott erhört die Bitten der Jungfrau, ihr wächst ein Bart und zur Strafe lässt ihr Vater sie kreuzigen. Die frühen Darstellungen der gekreuzigten Frau, ich gehe noch mal eins zurück, sind allerdings bartlos. Was ein Hinweis darauf ist, dass das Bartwunder anfangs nicht zentral für das Verständnis war. Im deutschen Sprachraum kennt man ab etwa 1470 die heilige Kümmernis. Etwa 1000 schriftliche oder bildliche Zeugnisse aus der Zeit bis circa 1850 bezeugen ihre Beliebtheit. Diese Illustration im Stundenbuch der Maria von Burgund aus dem Jahr 1477 erzählt die Geschichte. Links stehen zwei Männer, einer jünger, einer etwas älter, wahrscheinlich Vater und Bräutigam, während die Frau in einem langen blauen Kleid ans Kreuz gebunden ist. Auch dieses Setting ist wohlbekannt. Jungfrauen, die dem Vater Gehorsam verweigern, zumeist im Zusammenhang mit dem christlichen Glauben und den Erwartungen an das, was halt so ein Vater von seiner Tochter damals zumindest als braves und folgsames Mädchen hatte. Solche Jungfrauen, die sich also dem braven und folgsamen Mädchen, heißt heiraten, wen der Vater ausgesucht hat, verweigern, erfahren Folter und Tod. Übrigens wiederum beauftragt vom Vater. Also der Vater ist der, der der Jungfrau, weil sie nicht folgt, diese Folter angedeihen lässt. Im Süddeutschen bzw. dem Alpenraum kennt man besonders den Spruch mit den drei Märtyrerinnen. Die sind auch solche Frauen. Barbara mit dem Turm, Margarete mit dem Wurm
Katharina mit dem Radl, das sind die drei heiligen Madeln. Die sind Teil der 14 Nothelfer. Und warum kommen die jetzt? Auch sie sind häufig gemeinsam mit der heiligen Kümmernis dargestellt oder eben mit einer gekreuzigten Frau am Bart. Also Sie sehen, diese Frauenfiguren, Frauenheiligen hängen in den Legenden zusammen. Die Biografie der heiligen Kümmernis wurde im Laufe der Zeit erweitert, nacherzählt, ausgeschmückt. Und man ist sich in der Forschung heute weitgehend einig, dass es wohl keine historische Person gab, auf die sich die Legende letztlich rückbezieht, was ja auch bei anderen Heiligen oder Märtyrerinnen der Fall ist. Außerdem fehlt sie in wichtigen Schriften des 13. Jahrhunderts, nämlich der Legenda Aurea von Jacobus de Voragine. Und deswegen darf angenommen werden, dass ihr Kult erst später entstanden ist. Übrigens haben sich auch die Gebrüder Grimm dieser Legende angenommen. Im zweiten Teil der Erstauflage der Hausmärchen aus dem Jahr 1815 findet sich nämlich das Märchen Die heilige Frau Kummernis. Und dieses Märchen endet bei den Brüdern Grimm, ich zitiere: Also wurde der Geiger, der Eisen und Bande ledig, zog vergnügt seiner Straßen, die heilige Jungfrau aber hieß Kümmernis. Das mit dem Geiger merken Sie sich mal, der kommt nämlich auch später wieder vor. Und damit sind wir beim Namen der Heiligen. Also damit hieß sie Kümmernis, schreiben die Gebrüder Grimm. Oder besser bei ihren Namen im Plural. Sie trägt nämlich regional deutlich unterschiedliche Namen. Sankt Caritas, Comera, Cumerana, Eutropia, Hilfe, Hulpe, Hülpe, Liberata, Liberatrix, Livrat und Comera und Comene und Comma, Gwer, Sankt Wilgefortis oder Saint Affligé. Der wohl älteste flämische Name Wilgefortis kann auch als Virgo Fortis gedeutet werden, also als starke Jungfrau, was eher ein Name als ein Titel wäre. Andere Erklärungen verweisen auf die Bedeutung von Wilgefortis als starker Wille, was ein echter Name wäre und der Heiligen damit einen Ursprungsnamen zusprechen würde. Die holländische Bezeichnung Ontkommer oder Ontkommeré ist seit dem 15. Jahrhundert auch im flämischen Gebiet bekannt. Dieser Name wiederum weist auf ihre Funktion hin und man kann ihn sowohl passiv als auch aktiv verstehen. Das heißt, entweder sie ist selbst vom Kummer entlastet, Ontkommer, oder aktiv, sie befreit andere von deren Kummer. Und diese aktive Form, dass sie andere vom Kummer befreit, der entspricht wiederum die lateinische Übersetzung De Liberatrix. In einem Text von 1466 findet sich das wieder, übrigens auch im Spanischen oder Französischen. Es ist also die Befreite, die zugleich andere befreit, was ich einen ganz wundervollen Namen für eine Heilige finde. Im deutschen Sprachraum wurde der holländische Name abgekürzt zu Kümmernis oder Kumanus. Im Martyrologium Romanum aus dem 18. Jahrhundert wird die Heilige unter dem Namen Santa Liberata oder Sankt Wilgefortis als Märtyrerin der frühen Christenverfolgungen beschrieben und ihr Festtag mit dem 20. Juli festgesetzt. Aufgrund der Vielzahl ihrer Namen wird sie auch zu den sogenannten Volksheiligen gerechnet. Und eben in der gelebten Religion wird sie oft einfach die göttliche Hilf- oder Sankt Hülferin genannt. Sie erscheint, das sehen Sie hier schon, das sehen Sie auch hier wieder, in königlicher Haltung, mit Bart und Krone und im sogenannten blauen Herrgottsrock. Redensartlich kennt man die Wendungen Aussehen wie die heilige Kümmernis oder sein wie die heilige Kümmernis. Das heißt, sich um alles kümmern, überall eingreifen, fremde Sorgen zu den eigenen machen. Im Neudeutsch würde man heute sagen, sie hat einen kompletten Care-Load oder Mental-Load für alles, kümmert sich um alles, hat alles im Kopf. Doch woher kommt diese Tradition? Woher die Ursprünge dieses Motivs einer Frau am Kreuz?
Wer am Kreuz stirbt, ist in besonderer Weise mit Christus vereinigt, beziehungsweise wird Christus ähnlich. Große Heilige, wie zum Beispiel die heilige Margarete, werden auch als Gekreuzigte gezeigt, eben um diese Nähe zu Christus auszudrücken. Wie andere Jungfrauenheilige musste auch Margarete schlimme Folter durchstehen, bevor sie letztlich enthauptet wurde. Wir können also sagen, dass die Kreuzigung der heiligen Wilge Fortis durchaus schon bei älteren Jungfrauenheiligen vorgebildet ist. Ich hatte ja vorhin schon die drei heiligen Madeln erwähnt. Es gibt also Vorläuferfiguren oder Vorläuferlegenden, die immer wieder sich verändert haben oder miteinander verschmolzen sind. Wir kennen auch andere Frauen, die als Kruzifixa dargestellt werden. Zwei Beispiele. Hier die heilige Eulalia, eine Miniatur aus einem Brevier aus dem 15. Jahrhundert. Gezeigt wird eine fast nackte Frau, nur durch eine Art Schleier bedeckt. Der Hintergrund rot dominiert eben als Märtyrerfarbe und Eulalia ist schon beinahe modern, ganz in expressiver Ganzkörperdehnung mit Stricken an ein Andreaskreuz gebunden. Ihr Blick gleicht eher dem einer Künstlerin, die auf ihr Publikum schaut, als dem einer leidenden Märtyrerin. Eine andere und gleichzeitig eine der bekanntesten ist die heilige Julia, die übrigens auch Liberata genannt wird, hier auf einem Flügelaltar von Hieronymus Bosch. Ursprünglich trug die Heilige hier eben keinen Namen, sie war eben eine Kruzifixa, eine namenlose Kruzifixa. Erst etliche Jahre nach dem Tod des Künstlers wurde sie als heilige Liberata bzw. Julia interpretiert. Und wenn Sie sich dieses Bild mal anschauen, Sie sehen hier wieder die zusammengebundenen Rock und hier oben die Dornenkrone. Man sieht also eine Frau, gekrönt und mit langem blonden Haar. Der Bart übrigens, das ist hier nicht so gut zu sehen, wird nur angedeutet, also fast so ein bisschen pubertär. Ich weiß nicht, ob es Ingrid genau. Die Gestalt am Kreuz beherrscht alle Anwesenden. Auch wenn sie nicht nach unten blickt, ihre Hände sind offen, die Stärke strahlt vom Kreuz aus und trifft die Menge unter ihren Füßen. Also Sie sehen hier, die Menge ist sehr bewegt. In mehreren eher früheren Darstellungen der Heiligen, besonders in Miniaturen, fällt auf, dass sie sehr weiblich, oft ohne oder nur mit wenig Bart, dafür aber mit auffallend langen Haaren dargestellt wird. Manchmal hat man gar den Eindruck, sie sei heiter. Immer aber ist die heilige Kümmernis den Menschen zugewandt. Gehen wir nochmal zu ihrer Legende zurück. Die ersten frühen Schriftzeugnisse und Legendentexte zur Figur der heiligen Wilge Fortis reichen bis um 1400 zurück. Auch die Existenz einer Legende ist schon 1419 belegt. Eine erste Textquelle ist aus dem Jahr 1476 erhalten. Ein niederländisches Martyrologium nennt den 20. Juli als Jahrestag und ist eine der ältesten erhaltenen Schriftquellen zur Legende der Heiligen. Die frühen Textüberlieferungen, die wir heute kennen, sind circa zwischen 1430 und 1500 im heutigen Nordfrankreich, Belgien oder den Niederlanden entstanden. Der älteste Text aus der Mitte des 15. Jahrhunderts besagt, dass die heilige Wilge Fortis die Tochter des Königs von Portugal war, ihre Eltern beide heidnisch. Zu jener Zeit sei Krieg zwischen Portugal und Sizilien gewesen. Um den Krieg zu beenden, vereinbarten die beiden Könige, dass der König von Sizilien die Tochter des Königs von Portugal heiraten sollte. Die Tochter, Kümmernis bzw. Wilge Fortis, verweigerte diese Hochzeit jedoch. Sie wolle keinem anderen Mann gegeben werden, außer dem gekreuzigten Gott. Die beiden Könige waren sehr zornig und haben sie in einen Kerker eingesperrt, um sie zum Umdenken einzulenken. Schließlich ließ ihr Vater sie zu sich bringen und er sah, dass ihr ein Bart gewachsen war. Und er wurde sehr zornig und sagte, und hier zitiere ich, das Wachsen des Bartes hat sie durch schwarze Magie bewirkt. Und das wiederum steht
gegen die weibliche Natur. Wörtlich heißt es, es geht über die weibliche Natur hinaus. Sie selbst sagt, dass der Bart nicht durch schwarze Kunst herbeigehext worden wäre, sondern dass ihr Gott diesen Bart geliehen hätte, damit sie ihre Reinheit bewahren könne. Daraufhin ließ ihr Vater sie kreuzigen. Interessant an dieser Darstellung ist für uns die Wendung über die weibliche Natur hinaus. Es wird gesagt, dass sie nicht mehr geheiratet werden könne, weil sie eben, also ob ihr jetzt ein Bart gewachsen ist oder nicht, den hätte sie abschneiden können, sondern sie kann nicht mehr geheiratet werden, weil sie ihre weibliche Natur überschritten habe. Das heißt, in gewisser Weise transzendiert oder transgender geworden ist. Und zwar als Ausdruck ihres christlichen Glaubens und der Rettung vor einer Heirat mit einem Heiden. Mit anderen Worten, ihr Ausweg, dem Schicksal einer Frau zu entkommen, war, nicht länger die Anforderungen an die weibliche Natur zu erfüllen. Ich möchte an dieser Stelle vor allem auf dieses Erzählmotiv des Bartwunders, das gegen die weibliche Natur steht und gleichzeitig auch Hässlichkeit mit einbegreift, eingehen. Das Bartwunder ist nämlich von zentraler Bedeutung. Darin verdichtet sich konzentriert eine bestimmte weibliche Erfahrung und es werden zentrale Probleme im Geschlechterverhältnis der Zeit zum Ausdruck gebracht. Gewalt gegen Frauen, Zwangsverheiratung, sexuelle Gewalt, fehlende sexuelle Selbstbestimmung und natürlich die Rolle der Frau als sündhafte Verführerin schwingen dabei mit. Wir kennen auch die Rede vom sogenannten Fluch der Schönheit. Sie kennen vielleicht auch die Geschichte der Lucretia aus frührömischer Zeit, gehört auch in diese Erzähltradition. Lucretia wurde von dem Römer Tarquinius vergewaltigt und tötet sich selbst, weil sie glaubt, so ihre eigene und die Ehre ihrer Familie retten zu können. Aus patriarchaler Sicht, aus der ja erzählt wird, ist dieser Akt nicht eine weitere tragische Grausamkeit, sondern unumgehbar, da die Frau aufgrund ihrer weiblichen Schönheit eine Mitschuld an der Vergewaltigung getragen hat. Lucretia wird ein Eigenanteil an ihrem Unglück zugeschrieben, da sie trotz ihres tadellosen Verhaltens mit ihrer Schönheit die Vergewaltigung mit verursacht hat. Bis heute ist übrigens diese misogyne Strategie zu beobachten, dem Opfer die Schuld zuzuschieben für das, was passiert ist. Es ist eine perfide Täter-Opfer-Umkehr, zutiefst misogyn. Und ich beobachte das übrigens auch in meiner Forschung zu sexuellem Missbrauch an erwachsenen Frauen. Immer wieder heißt, sie wird es schon mit hervorgebracht oder indiziert haben. In Kombination mit einer bestimmten christlichen Morallehre ist das für Frauen doppelt tragisch. Denn sie sind einerseits zwar schuldlos, aber nicht nur faktisch geschädigt, sondern begehen auch noch gleichzeitig eine Todsünde. Das ist zugegeben eine ziemlich sexistische männliche Logik, die wir aber auch, und jetzt kommen wieder zu Wilke Fortes, in diesen Legenden wiederfinden. Sie bittet Gott, er möge sie so verunstalten, dass kein Mann sie mehr begehrt. Also die Schönheit verlieren, damit sie eben aus diesem Teufelskreis rauskommt. Wilke Fortes verkörpert damit einen bestimmten Typus von Frauen, der kirchlich durchaus breit anerkannt war. Auch hier gibt es wieder frühe Rollenvorbilder aus dem frühen Christentum, zum Beispiel Galla, die Tochter eines römischen Senators, die auch nach ihrer Verwitwung eine Wiederheirat ablehnte und zum Schutz vor männlichen Nachstellungen einen Bart bekommen hat. Auch Paula von Avila in Spanien wuchs ein Bart, damit ihre Jungfräulichkeit gesichert war. Dass also Frauen ein Bart wächst, symbolisiert eine Art Gestaltwandel der Frau zum Mann. Und dieser Gestaltwandel wiederum hilft der Frau, einem gewaltvollen Übergriff des Mannes zu entkommen. Sie muss also Mann werden, um nicht länger von Männern bedroht und beherrscht zu werden. Erst als Mann ist die Frau gewissermaßen frei. Auch wenn es für sie den Tod bedeutet. Es ist übrigens eine sehr subtile, ein sehr Verständnis von Deliberata auch noch.
Gleichzeitig bringt ihr das, und das ist, finden wir auch wieder in dieser Legende, den Vorwurf der Zauberei rein. Und Zauberei stand im Mittelalter, das wissen wir aus den Hexenprozessen, für Häresie. Die Heilige wird also mit dem Vorwurf, Ketzerin zu sein, konfrontiert. Es kommt also auch hier zu einem Rollentausch. Der heidnische Vater und König wirft seiner Tochter Häresie vor. Das heißt, er wird zum Inquisitor. Er wirft ihr die Zauberei vor. Und die gläubige Tochter wird zur Hexe, die der Häresie verdächtig ist. Also wir haben zweimal einen Rollentausch von Täter und Opfer. In diesen Legendentexten stecken also mehrere Ebenen von Verschiebungen. Eine Umkehrung der Verhältnisse auf Geschlechterebene und eine Umkehrung auf Glaubensebene. Und diese können durchaus als Kritik gelesen werden an den damaligen kulturellen, sozialen und religiösen Verhältnissen. Der Hauptvorwurf in den tausendfachen Hexenprozessen lautete nämlich auch Ketzerei. Magie war gleichbedeutend mit einem Pakt mit dem Teufel, und das war eben Abfall vom Glauben. Regine Schweizer-Füllers schreibt dazu, ich zitiere, mir scheint, die Texte, vor allem die Jüngeren, beschreiben solche Situationen und zwar in typischer Weise. Also das ist ein Sitz im Leben für Tausende von Frauen gewesen, diese Erfahrung als aus einer gläubigen Position heraus plötzlich zur Heretikerin, zur Ketzerin gemacht zu werden. Die Bilder der heiligen Wilgefortes, und das mir ganz wichtig zu betonen, haben also wirklich einen Sitz im Leben. Die Rolle von Frauen in der Gesellschaft und die Problematik, in dieser Weise beschuldigt zu werden, beziehungsweise eben unschuldig als Hexe dargestellt zu werden, unschuldig als die Verführerin oder als diejenige, die schuld ist an der ganzen Misere, findet sich in ganz, ganz vielen Texten dieser Zeit. Häufig eher sublim, aber es ist jedenfalls eindeutig zu beobachten. Im Kult der heiligen Wilgefortes können wir also die Bedeutung von realen Leidenserfahrungen lesen, übrigens auch wiederum von Frauen, bei Frauen, die diese Darstellung in Frauenklöstern hervorgebracht haben. Auch Frauen in Frauenorden der damaligen Zeit haben die Wilgefortes oder die weibliche Kruzifixa als eine Art Role Model verstanden für das, was man als Frau in der Nachfolge Christi zu erleiden hatte und natürlich, und das ist ganz wichtig, eben auch bereit war zu erleiden. Im gesamten Mittelalter dominierte die Interpretation der Nachrangigkeit der Frau hinter dem Mann. Thomas von Aquin hat gesagt, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, die Frau sei ein mas occasionatus, ein fehlerhafter Mann. Man leitete dies biblisch von der Erschaffung Evas aus der Rippe des Mannes her, was wir heute alles überhaupt gar nicht mehr so lesen. Man hat es durch ihren angeblich höheren Anteil an der Erbsünde begründet und somit ihre Unterordnung legitimiert. Und jetzt kommt's: Schon immer wurden deswegen Frauen gepriesen, die nicht weiblich assoziiert waren, sondern die eher männliche Tugenden aufgewiesen haben, die ihre Sexualität zurückgewiesen haben und sich dem Ideal der Jungfräulichkeit verpflichtet haben. Das heißt, Frauen sind in der Hierarchie gestiegen, wenn sie entweiblicht und vermännlicht worden sind. Und Frauen, die das Martyrium erlitten, galten mit männlichen Tugenden ausgestattet und wurden Männern gleichgestellt. Man kann also sagen, dass eine in diesem Sinne virile, also männliche Jungfrau, zu einer Art weiblichen Christus werden konnte. Es gibt viele weibliche Heilige, die sich vor ihrem Martyrium in einem männlichen Körper gesehen haben, in Visionen. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Spielarten von Geschlechterwechsel. Thomas von Aquin spricht zum Beispiel auch von der Gebärmutter dann. Bernhard von Clairvaux, Entschuldigung, nicht Thomas von Aquin. Interessant ist immer, dass für die Frauen nicht die Jungfrau Maria, sondern Christus das Vorbild war.
Das wird dann, kommt dann erst viel, viel später, diese starke Marienfrömmigkeit. Hier im Mittelalter haben diese Märtyrerinnen, diese Frauen sich vor allem immer auf Christus bezogen. Für viele weibliche Leidensmystikerinnen war also die heilige Wilgefortis die Vorbildfigur, und zwar quer durch alle Stände. Das Bild der Gekreuzigten verkörpert in gewisser Weise den weiblichen Anteil am Heilsplan Gottes und Vorstellungen eines weiblichen Christus, die übrigens expressis verbis, so Ulrike Wörner, erst in der feministischen Theologie des 20. Jahrhunderts dann wieder aufgegriffen wurden. Die Frauenkreuze sind irgendwann gegen Ende des Mittelalters, Anfang der Neuzeit in Vergessenheit geraten. Schauen wir nochmal zur Wilgefortis. Moment. So. Dieses Bild kennen Sie schon. Sie war nämlich beliebt auch bei adeligen Frauen. Dass sie auf vielen Miniaturen abgebildet ist, weist ihre engen Bezüge zu Frauen aus gehobenem Stand hin. Denn genau die waren es ja, die diese Gebetbücher, diese Stundenbücher mit Miniaturen eben gelesen haben, die in den Klöstern hergestellt und eben auch in vielen adeligen Kreisen verbreitet waren. Wir wissen von diesem Stundenbuch, das einer ganz konkreten Person gehört hat, nämlich der Maria von Burgund. Entstanden ist es vermutlich um 1470 in der flandrischen Stadt Brügge. Die heilige Ontkommera, die Figurenkonstellation kennen Sie ja, Vater und Bräutigam, war eben Identifikationsfigur für jene Frauen, die Mittel zum Zweck der Machtpolitik geworden waren. Sie dienten als Friedensangebote oder als Legitimation der Machtansprüche ihrer Väter. Dieses Bild spiegelt also die Lebenserfahrung vieler Töchter des Hochadels, auch eben der Maria von Burgund. Ihr Vater, Karl der Kühne, verheiratete sie mit dem späteren habsburgischen Kaiser Maximilian I., an den schließlich nach dem Tod Karls auch die Rechte an Flandern übergegangen sind. Deswegen ist diese Verbindung zu Flandern. Wilgefortis ist also ein Abbild des Geschlechterverhältnisses des damaligen Adels und ganz klar auch der politischen Realität. Kommen wir zum zweiten Teil. Wir bleiben in Flandern, in Brügge. Schon dort wurde im 13. Jahrhundert eine andere Kultfigur verehrt, nämlich der sogenannte Volto Santo aus dem toskanischen Lucca, den Handelsleute eben von dort aus der Toskana mitgebracht hatten. Die Figur des Volto Santo ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Erstens, sie liefert eine Erweiterung des Figurensettings der heiligen Kümmernis, nämlich den Geiger oder Spielmann, der ja auch bei den Brüdern Grimm eine Rolle spielt. Sie kennen das ja schon. Und zum anderen, und das ist jetzt wirklich wichtig, wenn Sie das heute Abend mitnehmen, ist viel gewonnen. In dieser Figur der Volto Santo ist eine getrennte Tradition mit einer anderen Tradition, nämlich der der heiligen Wilgefortis, in gewisser Weise fusioniert worden. Und es ist zum Teil falsch begründet worden. Wir schauen uns die falsche Begründung an und Sie lernen natürlich dann die richtige. Also zumindest die, die wir heute als die plausiblere ansehen. Richtig ist in der Wissenschaft ja so eine Sache, aber die heute plausiblere. Erst aber, wer ist Volto Santo? Hier sehen Sie nochmal den Spielmann. Hier, Volto Santo. Il Volto Santo. Das heilige Antlitz übersetzt, wird dieses Kreuz aus dem frühen 13. Jahrhundert im St. Martinsdom zu Lucca genannt, hier mit ganz kostbaren Votivgaben geschmückt. Christus wird nicht als der Leidende, sondern als der Triumphierende am Kreuz dargestellt, mit Krone und einem kostbaren Faltengewand. Es ist ein Gnadenbild, das auf den majestätisch verwandelten Christus verweist. Ein Archeropoieton, also ein Bild, das nach göttlicher Anweisung entstanden ist, von Gott direkt geschenkt wurde und das wahre Antlitz Christi wiedergeben soll. Mit dem Volto Santo von Lucca sind etliche Legenden und Wundererzählungen verbunden. Also nochmal, wir sind jetzt in einer anderen Tradition.
Die Verbindung zur heiligen Kümmernis ziehe ich nachher. Aber wir machen jetzt einen Cut und gucken uns diese andere Tradition des Volto Santo an. Der Geiger kommt nämlich hier ins Spiel. Also, Volto Santo hat Heiligenlegenden erzeugt. Eine dieser Legenden ist die vom armen Geiger, der den Volto Santo in seiner Not um Hilfe bittet. Der Gekreuzigte wirft ihm einen seiner goldenen Schuhe zu. Und da schon damals gewisse Wahrnehmungsverzerrungen bei armen und reichen Menschen gegolten haben, heute nennt man das Bias, glaubte man dem armen Geiger aus Prinzip nicht. Das ist wie heute auch so. Ne? Also bestimmten Menschen glaubt man schon mal aus Prinzip nicht. Und man wirft ihm vor, den Schuh gestohlen zu haben. Er wird vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. In höchster Not erbittet sich der Geiger, ein letztes Mal Geige spielen zu dürfen. Und zwar vor dem Volto Santo. Das ist genau diese Szene, die Sie hier sehen. Und prompt wirft der Volto Santo dem armen Mann seinen zweiten Schuh zu, sodass der Musiker rehabilitiert ist. Im Übrigen findet sich das Motiv mit dem Schuh auch in etwas variierter Form in anderen Sagen und Quellen. Schweizer Füllers bezeichnet also die Sache mit dem Schuh als Wandersage, die anderen unterschiedlichen Heiligen zugeschrieben wurde. Übrigens auch, und jetzt wird es kompliziert, der Heiligen Wilge Fortis. Bleiben wir aber nochmal beim Volto Santo. Dieser Kreuzestyp verbreitete sich von Italien aus. Figur und Kult diffundierten unterwegs vielfach. Erkennbar ist diese Figur auch daran, dass sie eben nur einen Schuh trägt und häufig, das ist aber bei dem anderen hier besser zu sehen, hier sehen Sie nochmal die eucharistische Darstellung, die eben auf Christus verweist. Wie kam es jetzt aber zu dieser Fusion mit der heiligen Wilge Fortis? Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Fakt ist, dass viele Fresken und Bilder des Volto Santo bald nicht mehr als Christusdarstellungen verehrt wurden, sondern als Darstellungen einer weiblichen Heiligen mit Bart namens Kümmernis. Also, wir haben den Volto Santo. Der wurde irgendwann, am Anfang war es klar, es handelt sich um eine Christusdarstellung und irgendwann wurden diese Bilder als Kümmernisdarstellungen gelesen und verehrt. Was ist dazwischen passiert? Schon seit Zeit ihrer Entstehung wurden Bildnisse wie dieses Fresko hier vom Volk nicht als Christusbilder bezeichnet. Und 1853 wurde vermutet in einer kleinen Schrift, dass die Bilder der bärtigen Jungfrau am Kreuz eigentlich gar nichts anderes seien als alte byzantinische Kruzifixe aus einer Zeit, in der man den Heiland am Kreuz im langen Gewand, also dem sogenannten Herrgottsrock, dargestellt habe. Das heißt, erster Versuch, das zu erklären, war, die heilige Kümmernis ist quasi gibt es nicht als eigene Tradition, sondern man hat eben diese Heilandsdarstellungen, diese Christusdarstellungen nicht mehr verstanden. Man habe sie als fremdartig gesehen und dieses lange Gewand habe dann zu dem Missverständnis geführt, dass es sich eben nicht um Christus, sondern um eine bärtige Jungfrau handelt. Es wird behauptet, man habe aus dem Heiland und Helfer, dem Salvator, eine Helferin, eine weibliche Hilfe gemacht. Sie dürfen hier gerne auch schon wieder mitdenken, wer hilft in der Regel, wer macht die ganze Care-Arbeit, würde man heute sagen. Das sind tendenziell eher die Frauen. Man sagt also, dass diese Fusion von Wilge Fortis und Volto Santo daher kam, dass die Figur des Kruzifixus ab dem 13. Jahrhundert einen grundlegenden Wandel erlebt hat. Diese These, dass eben es eine Christusdarstellung gibt,
die nicht mehr verstanden werden kann und deswegen als weibliche Wege Fortes interpretiert wird, behauptet also ein Missverständnis. Die Verehrung des leidenden Gottes am Kreuz, des Schmerzensmannes, der mit der Gotik ja ganz bekannt wurde, ist so prägend geworden, dass man einen anderen Ausdruck des Christo Morto nicht mehr sehen, nicht mehr verstehen konnte. Wie gesagt, das ist eine Interpretation und ich sage Ihnen, das ist die nicht plausible Interpretation. Wir müssen jetzt also ein bisschen in doppelten Ebenen denken. Christus, so sagte man, sei nur noch mit fast nacktem, leidenden und sterbendem Körper, mit herabhängendem Haupt, mit geschlossenen Augen, gemarterten Körper dargestellt und deswegen nur noch als solcher verstanden worden. Also die Leute, sagt man, hätten quasi eine andere Christusdarstellung nicht mehr als Christus dekodieren können. Das heißt umgekehrt, wenn ein vom Leiden befreiter, triumphierender Christus dargestellt wird, kann er eben nicht mehr als Christus dekodiert werden. Diese Theorie, dass die Leute quasi, ich sage es mal ein bisschen salopp, zu blöd waren, um einen anderen als den leidenden Christus zu dekodieren, stammt durch zwei Volkskundler. Gustav Schnürer und Josef Maria Ritz. Das Buch gebe ich Ihnen auch in der Literaturliste. Die haben eine der wenigen umfassenden Studien zu St. Kümmernis und Volto Santo erstellt, Jahr 1934, und haben diese Erklärung als die einzige und gültige Erklärung für die Konfusion von Vilge Fortis und Volto Santo dargestellt. Diese Interpretation ist extrem prägend und einflussreich geworden. Man findet die immer wieder. Und man findet sie leider auch im Internet heute als eine der wichtigsten Interpretationen. Vilge Fortis, so sagen also die beiden Herren, sei im Grunde nicht mehr als eine missverstandene Figur in verschiedenen Bildvarianten, wobei neben unmissverständlich männlichen Figuren eben auch eine solche entstanden sei, die das traditionelle Gesicht mit einem Bart, einem weiblichen Körper, einer weiblichen Kleidung oder eben weiblichen Attributen wie Schmuck und so weiter kombiniert haben. Schnürer und Rütz sagen, die Legendendichter hätten die Gestalt des Volto Santo wegen der verhüllenden Kleidung als weiblich angesehen und sie sagen, diese Legende sei einfach nur ein Werk einer leichtgläubigen Fantasie. Die heutige Forschung sieht die ganze Sache ein wenig differenzierter. Und jetzt kommen wir zur heutigen Forschung. Warum? Es gibt nämlich ein ganz bestimmtes Bild, das die Bildtradition der heiligen Vilge Fortis nachhaltig beeinflusst hat und übrigens von Ritz und Schnürer falsch verstanden wurde. Es geht um dieses Bild hier. Es handelt sich um einen Holzschnitt aus dem Jahr 1507 von Hans Burgmeier aus Augsburg. Das kommt eben, wie gesagt, auch in diesem Buch von Schnürer und Ritz vor. Burgmeier kannte Bilder der heiligen Vilge Fortis und er kannte Darstellungen des Volto Santo. Noch einmal, und das ist mir ganz wichtig, es sind zwei unterschiedliche und unabhängige Traditionen. Burgmeier schuf jetzt mit diesem Holzschnitt aber ein ganz neues Bild. In seinem Bild kommen nämlich diese beiden heiligen Figuren und der Text der Vilge Fortis Legende zu einer Verschmelzung. Er stellt die Figur, die Sie kennen, als am Kreuz stehend da, es gibt den Fiedler, so und jetzt. Und er bezeichnet das Bildnis zu Luca, nämlich den Volto Santo, als mit der Überschrift St. Kümmernus. Häufig wird dieser Holzschnitt als Anführungszeichen Beleg für die Transformation des Volto Santo in die heilige Kümmernis gesehen. Also Transformation. Das eine wird zu etwas anderem. Aber das ist ein bisschen komplizierter. Der Untertitel heißt Mirabilis Deus in Sanctis Suis. Gott wirkt wunderbare Dinge in seinen Heiligen. Sodass er die dargestellte Person zusätzlich als eine Heiligenfigur bestätigt. Schnürer und Ritz, zwei Herren von 1934, sehen darin den Beweis dafür,
dass die weibliche Figur einfach nur eine Umwandlung einer männlichen ist. Nochmal, eine männliche Figur ist zu einer weiblichen geworden. Eine andere These, und das ist heute die wahrscheinlichere, ist, dass Burgmeier mit seiner Figur bewusst eine Kunstfigur schaffen wollte. Also ganz bewusst ein nicht eindeutiges, wir würden heute sagen Transgender-Wesen. Früher hätte man Twitter gesagt, sagt man heute nicht mehr. Schnürer-Ritz schließen von vornherein aus, dass die Legende vom Geigerlein eine Wandersage sei und sich unabhängig vom Volto Santo mit Bildern anderer Heiliger verbinden könnte. Das ist heute tatsächlich völlig klar. Es gibt diese Wandersagen und der Geiger ist so eine. Für Schnürer und Ritz ist es aber ein Indiz für ihre Interpretation, dass eben die Kümmernis nur die Übernahme des Volto Santo sei. Ulrike Wörner schreibt, ich zitiere, solch einseitige Perspektiven machten es den Verfassern aber unmöglich, die Kultfigur der Heiligen umfassend zu kontextualisieren, was in der deutschen Forschungstradition dazu führte, in ihr einzig eine Sekundärbildung im Sinne einer Fehlinterpretation zu sehen. Und Sie ahnen, wo es hingeht, es ist eben gerade keine Sekundärbildung und wer das behauptet, obliegt einer Fehlinterpretation. Wie war es also oder was würden wir heute in der Forschung sagen, was am plausibelsten ist? Es gab schon vor Burgmeier Ansätze einer Fusion dieser beiden Figuren, wo also Elemente beider Gnadenbilder zusammengefügt werden. Die Forschung sieht aber bei Burgmeier einen ganz bewussten künstlerischen Akt. Er machte nämlich vor seiner, er hat diesen Holzschnitt gemacht, nachdem er eine Reise durch Italien unternommen hatte. Wir gehen davon aus, dass er auch in Lucca war. Er ist aber dem Volto Santo sicher in mehreren Kopien begegnet. Gleichzeitig war Burgmeier mit dem Kult der holländischen Vilgefortis vertraut. Dies nicht nur, weil er 1503 in den Niederlanden war, sondern auch, und jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, er war nämlich mit Kaiser Maximilian I. verbunden. Und das, Sie erinnern sich, war derjenige, der die Maria von Burgund geheiratet hat, die wiederum in ihrem Stundenbuch dieses hübsche Bild von der Vilgefortis hatte. Ulrike Wörner sagt, damit ist der Holzschnitt St. Kümmernus, dieser hier von Burgmeier, der keine Auftragsarbeit war, offensichtlich nicht das Ergebnis einer wie auch immer gearteten Unkenntnis dieser Figuren, bei dem entweder der Text eine falsche Interpretation des Bildes oder das Bild eine falsche Illustration des Textes war, sondern es muss davon ausgegangen werden, dass Burgmeier ganz bewusst die beiden Figuren am Kreuz in einem Bild zusammenbringen wollte. Damit hat Burgmeier also ein erweitertes Kultbild geschaffen, in dem beide, die Vilgefortis und Volto Santo, zur sogenannten heiligen St. Kümmernus verschmolzen sind. Es ist also ein Kunstgriff von Hans Burgmeier, indem er die Fusion einer männlichen mit einer weiblichen Erlöserfigur und das dann nämlich, und Sie sehen hier links diesen ganz langen Text, das ist diese Geschichte, die ich Ihnen vorhin erzählt habe, was also eine Zwangsheirat, Bart und so weiter. Dass er also diese Figuren mit diesem Text umrahmt. Sein Bild ist letztlich eine Art non-binäres oder transbinäres Gottesbild. Und das Interessante ist, dass er damit den spirituellen Bedürfnissen ganz vieler mystischen Bewegungen im späten Mittelalter entgegengekommen ist, beziehungsweise dass er sich in so einer Tradition befunden hat. Er hat es nicht einfach erfunden, jetzt mal eben so eine Transgender-Darstellung zu machen, sondern diese Tradition gab es. Seine Darstellung hat übrigens weitere Nachahmer gefunden. Hier nur dieses eine Bild von Hans Springinklee, Dürer Schüler, was ich als Nürnbergerin natürlich erwähnen sollte.
Dieses Bild von 1513 hat den Titel Das Wunder der St. Wilgefortis und ist dem von Burgmeier sehr ähnlich. Auch darin, dass es eben zwischen männlich und weiblich hin und her changiert. Dieser Darstellungstyp ist der St. Kümmernus von Hans Burgmeier, erfreute sich nach 1510 einer großen Beliebtheit und wurde außergewöhnlich stark rezipiert. Nicht nur aufgrund des Inhalts, sondern auch, weil diese Technik des Holzschnitts dann einfach wirklich zur Massenware geworden sind. Es gäbe hier noch vieles zu sagen. Ich lasse es mal dabei. Wichtig ist, dass die Kultfigur der heiligen Wilgefortis einen eigenen autonomen Charakter hatte und dies den Menschen damals in den jeweiligen Regionen auch wirklich bewusst war. Deutlich wird dies eben auch daran, dass es im Norden noch parallele Traditionen von Wilgefortis-Kulturen und Voltosanto-Kreuzen gab. Das heißt, daran, dass die Leute das nicht auseinanderhalten können, weil sie zu blöd waren, wehrt das schon, wenn man sagt, es gibt zwei parallele Traditionen von zwei heiligen Kulten. Das heißt, diese Kulte wurden parallel ausgeübt, sodass von einer eben seltsamen Fusion oder Konfusion keine Rede sein kann. Wir müssen also davon ausgehen, dass es tatsächlich Parallelkulte gegeben hat. Was bedeutet das jetzt dann aber, wenn eben der Burgmeier diese Fusionierung macht? Ich finde, es sind hier Muster zu erkennen, die vielleicht verborgen sind, die aber auf eine bestimmte Kreuzesdarstellung verweisen. Es ist natürlich leichter, eine Frau am Kreuz als Verwechslung auszugeben, als anzuerkennen, dass es eine echte und unabhängige Tradition einer weiblichen Kruzifixa gibt. Und zwar als eine religiöse Kultfigur, eine Figur autonomen Ursprungs, die quasi eigene geschlechtsspezifische Glaubensaussagen transportiert. Wenn das immer wieder als Skurrilität, Provokation, Absurdität oder seltsame Sage bezeichnet wird, dann liegt dies auch an einem bestimmten Blick an einer bestimmten Interpretationstradition, die es einfach nicht vermag, Figuren jenseits der binären Geschlechtercodes zu integrieren oder zu dekodieren. Bildlich gesprochen ist sie also der offiziellen christlichen Theologie fremd, denn hier steht ikonografisch eine Frau in persona Christi. Und Sie kennen die ganzen Streite, dass eine Frau einfach nicht in persona Christi sein kann, wenn es eben zum Beispiel um den Ordo geht. Ikonografisch haben wir da aber eine ganz, ganz große Tradition, Frauen in persona Christi darzustellen. Wenn also bei diesen Bildern einfach nur eine seltsame Konfusion behauptet wird oder die Blödheit der Menschen, die mangelnde Fantasie oder wie auch immer, dann verstellt das den Blick auf ein Bild, das nicht nur hinsichtlich der Geschlechtszugehörigkeit mehrdeutig ist, sondern wirklich subversive Ausgänge aus Geschlechterzwängen geboten hat und damit auch theologisch relevant wäre. So ein Gestaltwechsel würde, behauptet zumindest die heutige Forschung, ist nämlich nicht einfach nur willkürlich oder zufällig. Schauen wir uns nämlich die ursprünglichen romanischen Figuren nochmal an. Das ist also der Volto Santo, wenn er nicht angezogen ist. Das gleiche Bild von vorhin, nur vorhin haben Sie es mit großem Pompon gesehen und jetzt, das ist quasi die Figur hinter der Kleidung. Ohne den Prunkgewand kann hier diese Figur durchaus mit einer gewissen Geschlechterambiguität gelesen werden. Nicht nur wegen des Kleides oder der langen Locken. Also die sieht man ja nicht so gut, aber hier sehen Sie nochmal hier zwei Zöpfchen. Ne? Auch der Körper ist nämlich nicht eindeutig männlich kodiert, zum Beispiel hier im Brustbereich. Das ist eine Beobachtung, die für ganz viele romanische Kruzifixe gilt. Wenn Sie in Zukunft durch romanische Kirchen gehen, wird Ihnen das immer auffallen. Eine weiblich wirkende Brustpartie bei einer sonst männlichen Kultfigur kann nämlich nicht einfach zu einem simplen Stilmerkmal erklärt werden. Vielmehr ist immer danach zu fragen, was damit ausgedrückt werden sollte.
Also wir müssen davon ausgehen, dass die Künstler und Künstlerinnen der damaligen Zeit das bewusst gemacht haben und nicht auch einfach irgendeinen Fehler gemacht haben, indem sie da diese Christusdarstellungen mit weiblichen Attributen hergestellt haben. Romanische Christusdarstellungen zeigen den typisch königlichen Erlöser und Sieger über den Tod, aber ihr Korpus ist nie eindeutig männlich. Und man könnte sagen, dass sie ikonografisch damit auch kein eindeutig exklusives männliches Erlöserbild repräsentieren. Viele Christusgestalten der Romanik tragen nämlich beides, männliche und weibliche Züge. Und wir dürfen annehmen, das ist kein Zufall, dass es eben nicht geschlechtereindeutig ist. Im Gegenteil, Geschlechterambiguität scheint künstlerisch gewollt zu sein, sodass, Zitat, die Androgynität des Erlöserbildes im jeweiligen Kruzifixus selbst angelegt ist. Und tatsächlich, Christus wurde in der frühen christlichen Kunst sehr oft als Geschlechterfluide dargestellt, ein Signal für die umfassende, lebensspendende Kraft Christi. Thomas Matthews sagt, dass Christus in der frühen christlichen Kunst oft von seiner auch weiblichen Seite gezeigt wird, Zitat, was wir aber zu unserem eigenen Schaden übersehen. Und weil diese weiblichen Züge lange Zeit akzeptiert waren, haben das spätere Künstler völlig problemlos übernehmen können. Dem religiösen Leben im Mittelalter war Intersexualität überhaupt nicht fremd, schreibt auch Carolyn Walker Burnham. Ich zitiere, während sich Mönche des 12. Jahrhunderts manchmal selbst als Frauen bezeichneten, bezeichneten sich Frauen im frühen Mittelalter manchmal als Männer. In der Zeit der frühen Kirche gibt es Fälle von Visionen bei Frauen, in denen sie sich selbst als Männer vor dem Thron Gottes stehen sehen, ein Zeichen dafür, dass sie gerettet sind. Während Texte des 12. bis 14. Jahrhunderts Jesus als Mutter bezeichnen, gibt es in der karolingischen Zeit die ikonografische Tradition, Maria mit Bart, also die Mutter Gottes mit einem männlichen Attribut darzustellen. Das heißt, das sind die Attribute und Geschlechteridentitäten sind da völlig fluide und werden immer wieder unterschiedlich auch gemischt, in Anführungszeichen. Jetzt hat Kunst ja nicht nur abbildenden oder illustrierenden Charakter, sondern Kunst hat eine eigene theologische Stimme. Man darf also davon ausgehen, dass die christliche Kunst die Ambiguität theologisch gewollt hat. Gott ist nicht Mann und nicht Frau, sondern Mensch geworden. Und eine nicht eindeutige Darstellung bietet also auch ein umfassenderes Deutungsspektrum. Jede dauerhafte Fixierung in der Rede von den drei göttlichen Personen auf das Männliche blendet den dogmatischen Tatbestand der Übergeschlechtlichkeit Gottes aus dem Bewusstsein aus, so Ottmar Fuchs. Gott wird in frühen Traditionen mit männlichen und weiblichen Bildern benannt. Und hier sieht man das einfach in einer Figur. Christus eben wurde als Frau und Mutter angerufen, zum Beispiel bei Anselm von Canterbury oder Juliana von Norwich. Christus wurde als Gebärende wahrgenommen. Auch das ist eine von vielen Traditionen, die also vermeintliche Gegensätze der Geschlechter vereinigt und die den androzentrischen Blick auf Gott entgrenzt. Solche Gottes- und Erlöserbilder sprechen auch heute zu uns und sagen uns etwas über Theologie und Spiritualität, nicht nur der Künstlerinnen von damals, sondern auch der jeweiligen Zeit. Die Bilder von weiblichen Gekreuzigten mit Bart sind also keine skurrilen Umdeutungen oder gar Missverständnisse von männlichen Christusdarstellungen. Die originäre Darstellungsform präsentiert ja eben schon die Grenzen der Geschlechtseindeutigkeit als überwindbar. Die strikten Geschlechtergrenzen werden schon im Original aufgebrochen, wie Sie das hier sehen. Also das finde ich eine ganz, ganz, ganz eindrückliche Darstellung hier. Allen Menschen ist damit eine direkte und auch ihren eigenen Geschlechtsidentifikation entsprechende Lesart dieser Darstellungen möglich.
oder umgekehrt, das Geschlecht wird überschritten und so wird der Erlöser, die Erlöserin männlich und weiblich und beides zugleich oder keines eindeutig. Alle Betrachtenden können sich darin identifizieren. Jetzt noch ein weiteres Beispiel und das ist dann schon das letzte in diesem Abschnitt. Es gab die Praxis, romanische Kreuzesfiguren zur Figur der heiligen Kümmernis umzugestalten. Sie sehen hier ein Beispiel aus Bruneck in Südtirol, eine Darstellung aus dem 17. bzw. 18. Jahrhundert. Wir haben hier von, also dieses Kreuz bzw. die Figur gibt es nicht mehr, es gibt nur dieses alte Foto. Wir sehen hier die Figur als voll bekleidete mit Frau, mit Trachtenkleid, mit Spitzen, Schnüren und Borden. Und in den 1940er Jahren wurde diese Figur restauriert. Sie wurde ausgezogen und Sie sehen hier auf der rechten Seite, ich hoffe, Sie sehen es alle gut, das, was sich hinter dieser Figur verbarg, nämlich ein Korpus ohne Arme und Beine. Die Arme und Beine hängen quasi in diesem Kleid drinnen. Es ist nur der Rumpf und der Kopf und ein Lendenschurz bis zu den Knien übrig. Dieser Rumpf ist mit vielen Wunden bedeckt. Die Kleidung ergänzte also die fehlenden Extremitäten. Durch die Kleidung bekam die Figur Brüste. Und erst das macht sie zu einer mehr aus unserer Lesart heutig eindeutigen weiblichen Erscheinung. Man hat sogar, um diesem ehemaligen Christus mehr weibliche Formen zu geben, das Lendentuch bei den Hüften einfach mittels Stemmeisen und Säge entfernt und das Gewand daran festgenagelt. Würde man heute um Gottes Willen nie wieder machen. Damals ist man so mit alten Figuren umgegangen. Ilse Friesen sieht in dieser Ursprungsfigur eine angedeutete weibliche Form oder wieder eben so eine geschlechtsunspezifische Form. Wir wissen nicht, wann die Umwandlung dieses männlichen in das weibliche Erlöserbild stattgefunden hat, 17. bis 18. Jahrhundert. Wir wissen auch nicht genau, warum es geschah. Da aber die originäre Christusfigur keine Kleidung hat und auch nicht dem Typ des Volto Santo entspricht, kann die Transformation nicht auf einem Missverständnis beruhen, dass man sagt, na, man konnte das halt nicht mehr als Christus identifizieren, sondern das war eine bewusste Umgestaltung oder eine bewusste Fusion. Was sagen jetzt Schnürer und Ritz zu dieser Tradition? Die kennen die natürlich auch. Die sagen, ich zitiere, wir haben in der Behandlung wahrscheinlich nichts anderes zu sehen als einen brutalen Geiz, der sich die Anfertigung eines neuen Schnitzwerkes ersparen wollte und dafür ein altes Kruzifix verunstaltete. Das heißt, die sagen entweder Sparsamkeit oder mangelndes künstlerisches Vermögen. Fakt ist, hier wurde ein altes Kunstbild verändert und es wurde als ein offenkundig legitimes Vorgehen angesehen, das den damaligen spirituellen Bedürfnissen entsprochen hat. Es gibt übrigens noch weitere solche Umwandlungen. Auch hier gibt es nur ganz alte Fotos. Das gibt's, aber eben sehen Sie auch hier in der Schweiz links eben diese Gestalt, die auch als in eben einer Kümmerniskapelle steht und rechts unbekleidet. So, ich komme zu meinem dritten Abschnitt. Und ich habe Ihnen ja gesagt, Sie dürfen nicht nervös werden, wenn alles richtig ist, noch circa Viertelstunde, 20 Minuten. Das schafft man locker. Dritter Punkt. Diese Frau am Kreuz, das ist nicht einfach nur eine durchaus spannende Legende, die heute aber nicht mehr verwendet wird, sondern diese Frau am Kreuz ist auch heute vor allem in politischer und sozialkritischer Hinsicht immer noch eine sehr lebendige Figur. Sie hat in der Gegenwart vielfach Resonanz erfahren. Zum Beispiel machen Flyer der Telefonseelsorge mit der Kümmerniswerbung. Oder Künstlerinnen wie Dorota Niesnalska machen sich die Geschlechterfrage des oder der Gekreuzigten so eigen. Das ist in Salzburg. Es war ein Riesenskandal, eine nackte Frau am Kreuz damals. Ne? Die Befreiungstheologie
die ja eben in Lateinamerika entwickelt wurde und sich bewusst gegen Unterdrückung und Gewalt und für Befreiung, Sie denken hier wieder die Liberata mit, zitiert hier auch eben eine Frau am Kreuz in der Mitte. Dieses Kreuz hier soll an eine ganz spezifische Person erinnern, nämlich an Maria Cristina Gomez, die in El Salvador gelebt hat und dort wegen ihres Kampfes gegen das diktatorische Regime sterben musste. Die Regierung von El Salvador wies es zurück, an ihrer Entführung, Folterung und Ermordung beteiligt gewesen zu sein. Im Jahr 2009 brachte schließlich Adveniat, eine katholische Hilfsorganisation, folgende Nachricht heraus, Zitat. Am Sonntag, 5.4., jährt sich der Todestag der salvadorianischen Lehrerin Maria Cristina Gomez zum 20. Mal. Die Frau des baptistischen Bischofs Medardo Gomez und Mutter von 4 Kindern, die sich selbst aufopfernd für ihr Volk engagiert hat, setzte sich auch unerbittlich für die Rechte der Frauen in ihrem Land ein. Nach einer Eröffnung einer Beratungsstelle für Frauen, die Opfer von Gewalt geworden waren, wurde sie kurze Zeit später selbst von Unbekannten gefangen genommen, gefoltert und anschließend ermordet. Noch immer ist die Zahl der Gewalt gegenüber Frauen in El Salvador sehr hoch. So wurden allein in den Jahren 1999 bis 2004 etwa 1000 Frauen ermordet, bei denen in nur ca. 5% der Fälle Aufklärung geleistet werden konnte. Als Erinnerung an diese mutige Kämpferin der Kirche in El Salvador gestalteten salvadorianische Frauen ein Kreuz. Ist bezeugt, Gewalt und Tod sind nicht das Ende. Zitat Ende aus diesem Text von Adveniat. Und Sie sehen an diesem Kreuz auch wieder den Sitz im Leben. Also erinnern Sie sich an den Sitz im Leben bei Maria von Burgund, ne? Die als Verhandlungsangebot und Ware zwischen Männern war, die also wirklich auch diese Gewalt und Fremdbestimmung von Frauen dargestellt hat. Und auch hier wird wieder eine Frau am Kreuz im Kontext von Gewalt an Frauen, von geschlechtsspezifischer Gewalt und mangelnder Selbstbestimmung von Frauen dargestellt. Also das heißt, es sind ganz ähnliche Sitze im Leben oder ganz ähnliche konkrete Bedingungen von Frauenleben, die sich hier in einer Figur einer Frau am Kreuz darstellen. Damals hat man den Bart verwendet, den braucht man heute nicht mehr. Es gibt zahlreiche weitere Zitate dieser gekreuzigten Frau, der Kruzifixa in der Kunst. Die Werke verweisen ganz häufig auf Missbrauch, auf Vergewaltigung, auf Gewalt an Frauen hin. Hier sehen Sie im Hintergrund das Feuer. Also Feuer und Frauen assoziiert natürlich die Verbrennung von Frauen als Hexen zum Beispiel. Solche Werke sind häufig patriarchatskritisch. Sie kämpfen gegen Sexualität als Waffe, prangen Krieg und Gewalt an der Zivilbevölkerung an. Die weibliche Gekreuzigte kommt immer wieder vor als Ikone des Widerstands gegen Krieg und Gewalt, gegen untragbare politische und misogyne Zustände. Sie ist in Teilen der Frauenbewegung auch tatsächlich zu einem Symbol für Gleichberechtigung geworden. Und jetzt komme ich zum letzten Teil. Und da ging es ja darum, was hat jetzt das Ganze mit Conchita Wurst zu tun? Ein letzter Einblick also in diese Tradition der Wilge Fortes. Sie kommt nämlich auch losgelöst von religiösen Zusammenhängen vor. Ihre Motive finden sich in der Popkultur ebenso wie in der Werbung. Und sie wird zum Gegenstand von Genderdiskursen. Die Prinzessin mit Bart bzw. die Frau am Kreuz als Motiv garantiert hundertprozentig erhöhte Aufmerksamkeit oder heute würde man sagen hohe Klickzahlen. So gibt es zum Beispiel das amerikanische Comic Castle Waiting von Linda Medley. Darin findet sich eine Hauptfigur, eine Nonne vom Orden der Sankt Wilge Fortis und ein Kloster, das voll ist mit bärtigen Frauen. Die Motive des Covers im Stil der Neugotik erwecken durchaus Anklänge an eine gewisse Religiosität. Das ist aber überhaupt nicht religiös gemeint. Das ist einfach nur diese religiöse Bildsprache.
In bestimmten Kreisen der LGBTIQ-Bewegung sehen Menschen in der heiligen Kümmernis ihre Schutzpatronin. Aufgrund der nicht festgelegten sexuellen Identität, denn man kann sie ja eben nicht nur unter traditionell geschlechtsspezifischen Perspektiven betrachten, sondern auch mit Blick auf ein Überschreiten von biologischen und gesellschaftlichen Genderfestlegungen. Sie ist Projektionsfläche für Themen wie Geschlechterwechsel oder Gendercrossing und kann so zu einem Ausdruck von Integrität, Selbstbestimmung und Autonomie werden. Es ist der intersexuelle Körper am Kreuz, der Wunsch der heiligen Wilge Fortes, ihr Geschlecht zu verändern. Transgender, das Ergebnis eines nicht eindeutigen Geschlechtsbildes, das die heilige Wilge Fortes so anschlussfähig sein lässt. Auf einer Internetplattform mit dem Titel Jesus in Love Blog wird die heilige Wilge Fortes als Patronin aller Intersex People bezeichnet. Hier sehen Sie einen Screenshot der Taz aus dem Jahr 2015, der auf den Kampf von transsexuellen Menschen in Brasilien hinweist. In Brasilien kommt es trotz einer liberalen Gesetzgebung zu massiven Übergriffen auf Menschen von nicht eindeutiger sexueller Identität. Das Bild der Frau am Kreuz wird hier von dem Transgender-Model Belle Boni in Erinnerung gerufen. Und es ist Teil des Kampfes gegen die Trans- und Homophobie, gegen die Gewalt, gegen schwule, Lesben und Transgender-Menschen in Brasilien. Die traditionelle Kruzifixa, die Kultfigur der Wilge Fortes, ist für diese Menschen hochresonant. Denn auch Wilge Fortes war eben eine, die der Gewalt der sozialen Umwelt nicht nachgegeben hat, sondern sie transformiert hat. Zurück zum Anfang. Mit dem Eurovision Song Contest 2014 ist die heilige Kümmernis jenseits religiöser Bezüge zu einer neuen Berühmtheit gekommen. Hier sehen Sie das Bild Conchita Wurst auf der Mondsichel. Das heißt, ganz spannend, Mondsichel ist ja eine marianische Bildtradition. Das heißt, hier wird die Conchita Wurst, die Frau mit dem Bart, plötzlich in eine marianische Tradition, nicht mehr am Kreuz in eine jesuanisch-christologische Tradition gesetzt. Dieses Bild, diese Kunstfigur wurde dann übrigens auch zu dem Titelbild einer Ausstellung in Berlin, Gott WMD, Geschlechtervielfalt seit biblischen Zeiten. Also das wird auch hier eben wiederentdeckt. Thomas Neuwirth, der diese Kunstfigur der Conchita Wurst geschaffen hat, sagte, er heiße deswegen Wurst, weil es Wurst sei, oder Wurst, weil es Wurst sei, mit welcher sexuellen Identität und mit welchem Outfit man sich präsentiere. Sein Auftritt ist also programmatisch. Thomas Neuwirth bzw. Conchita Wurst lässt einen religiösen Kult wieder sichtbar werden. Sie spielt mit den Geschlechterrollen und unseren Bildern davon und verbindet das alles mit einer politischen Botschaft. Macht sich damit zum Verkündiger von Toleranz und Menschenrechten. In dieser Funktion wurde sie übrigens selbst von Kardinal Schönborn positiv gewürdigt. In Russland dagegen oder in Teilen Polens sah man damals Conchita Wurst als Vorbild für den Verfall des modernen Europas und rief zu einem Boykott des Song Contests auf. Conchita Wurst sagte daraufhin auf Facebook: Ich bin mir sicher, dass es in eurer näheren Umgebung Menschen gibt, die anders sind. In diesem Sinne kämpfe ich weiterhin gegen Diskriminierung und für Toleranz. Denn ich bin überzeugt, dass im 21. Jahrhundert wirklich jeder Mensch das Recht hat, so zu leben, wie er möchte, solange niemand anderen seiner Freiheit eingeschränkt oder verletzt wird. Ich denke, dass diese Tradition der Frau am Kreuz mit ihren ganz unterschiedlichen Auswirkungen und Assoziationen und Mustern und verborgenen Aussagen, was Geschlechtsidentitäten, was Glaube, was Spiritualität, was Religion angeht, auch unserer heutigen theologischen und kirchenpolitischen Diskussion sehr gut tun würde. Und ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit.